Wenn wir die grausame Macht der Sonne nicht nutzen konnten, vielleicht konnten wir sie abwehren. Wir konnten die Felder schon erzeugen, um uns in Zeiten des Zists zu schützen. Doch dieses waren kleine und simple Dinge. Sie in den ganzen Ausmaßen eines Planeten zu erschaffen, dafür mangelte es unserer Energie. Die halbe Welt, sagten sie dann. Das wäre besser als nichts. Ein Versuch. Wieder ein Fehlschlag. Ein Viertel, fragten sie. Selbst das schafften wir nicht. Ein Sechstel, ein Achtel, ein Zehntel, riefen sie. Die Antwort blieb die gleiche. Mit viel Zeit könnte eine Stadt verschont werden. Doch über diese Zeit verfügten wir nicht. Jetzt zogen wir weiter. Das herauszufinden. Was sich hier interessiert. Whoa!
Hilfe! Ich habe nichts unterschrieben! Das erste bin ich schon los. Im Namen des Königs! Hilfe! Ich habe nichts unterschrieben! So gütig, Freund. Aber die kommen sicher zurück. Willkommen bei den Rotröcken, der gefürchtetsten und respektiertesten Truppe auf Gottes grüner Erde. Einige sind freiwillig hier, andere nicht. Doch unabhängig von den Umständen der Rekrutierung seid ihr jetzt alle Brüder.
Und ihr habt nur eine Überlebenschance, wenn ihr euch aufeinander verlassen könnt. Ein fauler Apfel kann euch alle das Leben kosten. Ich will, dass ihr gut und lange darüber nachdenkt. Das ist einer der Verantwortlichen dafür, diese Jungs einzuziehen und zu verschiffen. Wir müssen dem ein Ende setzen. Wie lautet dein Plan? Na, ihn töten, dann die anderen und die Jungs dann freilassen. Das ist ein guter Plan, doch nicht sehr detailliert. Wie gut bist du mit dem Gewehr? Ich kann einer Bisamratte auf eine Viertelmeile den Kopf wegschießen. Bei 9 von 10 Versuchen. Das muss reichen. Gib mir von hier Deckung. Assassinen wollen Frieden durch Freiheit. Und die Templer? Sie wollen alles kontrollieren. Nun, ich bin für Freiheit. Das weiß ich sicher. Wenn euer Orden ein Gewehr braucht, nehmt mich auf. Thank you.